So, liebe Freunde, Servus, noch ein kleines Video. Jetzt bin ich am Schloss Megling. Das ist ein Privatschloss, da kommt man nicht hin. Das ist überhalb Au am Inn. Und da steht so mir meine kleine Nixe mit der Bereifung. Ich will nur kurz mal zeigen, da einen kurzen Rundblick nochmal. Sieht man hier drauf im späten Sonnenlicht. Das hinten, die Bedlegs. Adventure Cross von Bridgestone. Schauen wir nach vorne. Das sind Vorderreifen. Den habe ich jetzt neu aufgezogen. Die Bedlegs Adventure Cross. Ja, doch viel Negativprofil. Ich glaube, das ist für Gelände ganz gut geeignet ist. Ich bin jetzt heute überwiegend Straßen gefahren, war ja am Kind hier drin. Und muss sagen, ja gut, wie halt so grobe Stollen fahren auf der Straße, geht, aber es ist ja nichts Besonderes. Kurvenmäßig halten es ganz gut. Ich habe mir nicht ganz so stark getraut, weil es ein neuer Reifen ist, aber ich denke, das passt schon. Ja, trotzdem hier ein wunderschönes Platzerl bei Au am Inn. Sonne steht schon sehr tief. Da sieht man jetzt rauf zu dem Schloss. Das ist aber privat. Da kommt man nicht näher ran. Liegt da wunderschön. Ich mache vielleicht unten noch ein Foto, das man unten ausschaut. Ja, so schaut es da aus. Naja, jetzt bin ich einmal hochgekraxelt, den steilen Hang. Ich glaube, da kann ich so einen Blick erhaschen. Jawohl. Jawohl, so schaut's aus. Jetzt das. Na also, bin ich durchgekommen. So schaut's da aus. Wunderbar. Und da sieht man dann wunderbar auch in die Berge rein. Ist heute ein bisschen dunstig. Ich zoome mal her. Ich weiß nicht, ob ich es erkennen kann. Ah ja, ein bisschen hinten. Leider heute sehr dunstig. So, jetzt haben wir das Schloss auch noch gesehen. So, wieder bei der Honda. Schauen wir mal schön gegen die tiefstehende Sonne, wie das ausschaut. Ja, das hat ja was. Okay. Ja, jetzt bin ich etwas unterhalb. Von da aus sieht man also ganz schön runter auf das Au. Und da hinten ist der Inn. Das ist auch ein Kloster. Da unten. So, jetzt sieht man nochmal schön rauf auf das Schloss. Im letzten Sonnenlicht. Und ich werde jetzt auch wieder heimfahren. Also, Freunde, ich sage Servus, bis bald. Daumen hoch, der Motorradfahrer Roberto.